Hallo Abenteurer, hallo Boys and Ghouls, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen RPG-Video auf diesem Kanal. Ich habe die ganze Chose gestern schon mal abgedreht, mit unheimlich viel Input bzw. Output, unheimlich großen Content, was ich über die letzten Wochen alles gesammelt habe. Und ich saß gestern sage und schreibe über 6 Stunden hier vor der Kamera. Es war allerdings zu viel des Guten, um alles kompakt komprimiert in ein Video unterzubringen. Ich hatte vorgestern noch eine kleine intensive Sporteinheit und die hatte sogar ihre Spuren hinterlassen. Nun ja, hatte ich gestern ein paar Wortfindungsstörungen, also mehr als sonst. Also haben wir das Ganze ein bisschen abgespeckt für heute und ein paar Notizen. Und es war auch alles gestern Abend, wo ich nochmal online ging, waren viele der Themen, der Informationen, der Nachrichten, der News, die ich gesammelt habe, die waren ausgerechnet gestern Abend überholt. Also backen wir heute kleine Brötchen. Die letzten Tage und Wochen waren ja die ganzen Cons, die GenCon, die D&D-Con, die Paizocon. Jetzt gerade aktuell, wo ich das Video hier abdrehe und bearbeite, ab morgen, heute ist der 30. September, ab morgen den 1. Oktober, beginnt jetzt hier so zeitgleich die Ulysses Online-Con. Die Essener Spiel steht vor der Tür. Ja, und da gibt es bestimmt eine Menge Neuigkeiten. Oder es gab auch eine Menge Neuigkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Cons hießen, ob die D&D-Con wirklich D&D-Con hieß. Aber egal. Falls Fakt ist, alle preisen ihre neuen Produkte an. Ja, die sagen alle hier, seht mal hier, was für einen geilen Shit wir haben. Alles größer, neuer, bunter, besser, voller. Voll die ganze Greatness. Komm her zu mir. Gib dein Geld bei mir aus. Kommt her. Schaut hier, was wir alles Tolles Neues haben. Und wenn du jetzt nicht dein Geld hier lässt, schau mal hier, was wir hier kurz vor Weihnachten noch rausbringen. Komm, gib dein Geld bei mir aus. Ja, und wenn du das dieses Jahr nicht mehr machst, dann schau mal, was wir hier im Januar, Februar rausbringen. Den ganzen geilen Scheiß. Ja. Und ja, was gibt's Neues? Ja, was für Informationen konnten wir da herausziehen? D&D bringt eine neue Edition heraus, ein neues Regelwerk im Jahre 2024, also in 2,5, 3 Jahren. D&D feiert 2024 sein 50-jähriges Jubiläum und dafür kommt eine neue Edition raus. Ein komplettes neues Regelwerk wird es wahrscheinlich nicht sein. Es ist eher so eine 5.5-Edition. Also was kennen wir ja. Gab es früher auch schon mal die 3.0 und dann gab es die 3.5-Edition. Und so in der Art wird das auch sein. Also die 5. Edition wird überholt, wird optimiert. Ob das Ganze nun Anfang 2024 oder erst Ende zu Weihnachten rauskommt, das wissen wir noch nicht. Wenn es erst zu Weihnachten rauskommt, dann dauert das noch über 3 Jahre. Und ja, es wird alles so verbessert, einige kleine Regeln werden angeglichen und es soll wohl so sein, dass man die neuen Abenteuer, die dann herauskommen, auch weiterhin mit der jetzigen 5e-Edition spielen kann. Und umgekehrt genauso, dass man, wenn man das neue Regelwerk hat, auch weiterhin das alte Zeug der 5. Edition ohne Probleme spielen kann. Demnächst, Anfang nächsten Jahres kommt das Buch Morn Caine's Monsters of the Multiverse heraus. Und da können wir einen ersten Blick darauf werfen, inwieweit sich die neue Edition ändert. Also die ganzen Stats-Blocks werden angeglichen, übersichtlicher. Es ist intern, soll es eine bessere, übersichtlichere Aufmachung geben. Also mit dem Buch Morn Caine's Monsters of the Multiverse kann man dann sehen, wo sich die Reise hinbegibt. Insgesamt soll in dem Morn Caine's Band 30 neue spielbare Rassen geben und über 220 gesammelte Monster, die quer über die ganzen Bücher verteilt waren. Die werden also zusammengefasst, dann mit 9 Statsblocks präsentiert. Es war ja auch die Kritik, dass einige, wenn nicht viele Monster in der jetzigen Edition zu schwach sind und
Und ihre Werte werden dementsprechend nach oben hin wohl angepasst. Mount Keynes ist also quasi die dritte Regelerweiterung, die Regeln erweitern und aktualisieren. Zuerst gab es ja die Regelergänzung Sanatas Dings für alles oder Sanatas. Na, ich blende das hier ein. Und danach gab es Tashas Cauldron for Everything. Also Tashas Hexenkessel für alles. Und Mon Cain's Monsters of the Multiverse ist quasi der dritte Band davon, der Monsterband. Wird es zuerst im englischen Original als Schuber geben, wo alle drei Bände zusammengefasst sind. Und danach wird es wohl erst Mon Cain's Monsters of the Universe. Monsters of the Multiverse einzeln erhältlich geben. Nächstes Jahr, im Jahre 2022, soll es fünf neue Settings für D&D geben. Da werden sie wohl zwei alte aus der Versenkung herauskramen und drei neue präsentieren. Bis jetzt noch alles streng geheim. Es kommt auch demnächst ein Drachenband heraus, ein Band, der sich nur um Drachen dreht. Fitzballs Treasure of Dragons oder so. Und ich habe irgendwie so von hinten her so gehört, dass wohl ein D&D-Film gedreht werden soll, der auf Grün angesiedelt ist. In dem Setting der Drachenlanze, Dragonlance. Und da könnte es natürlich sein, dass von den alten Settings nächstes Jahr die Drachenlandwelt Grün erscheint. Warten wir es mal ab. Aber hey, das ist in Amerika und wie gesagt, die neue Edition kommt erst in 2,5, 3 Jahren. Das ist eine lange Zeit, gerade in Zeiten wie heute, wo wir nicht wissen, was morgen passiert, was morgen los ist. Kommen wir zur Situation in Deutschland, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Wizards of the Coast hat mir nun angekündigt, dass jetzt im September die Neuauflage der Grundregeln erscheinen soll. Also das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch, der Monstermanuel. Nun, heute haben wir den 30. September und bis auf eine Ankündigung des Geschenkeschubers, der das Spielleiterhandbuch, das Spielerhandbuch und den Monstermanuel und den Spielleiterschirm beinhalten soll, habe ich noch nichts weiter gesehen. Aber erschienen ist das Ding bis dato noch nicht. Und darüber hinaus wollte Wizards of the Coast noch vor Weihnachten die Einsteigerboxen herausbringen. Und ja, und da ist es tatsächlich so, dass die Essential Box, die soll am 8. Oktober, also in einer Woche, erhältlich sein. Die Essential Box baut auf der Starterbox auf. Man kann natürlich die Essential Box auch ohne die Starterbox spielen, aber es wird die gleiche Area, das gleiche Setting in der Spielwelt abgedeckt. Sodass diejenigen, die die Starterbox besitzen, mit der Essential Box gleich weiterspielen können. In der Starterbox gibt es vorgefertigte Helden. In der Essential Box geht einen Schritt weiter, erstellt man sich die Helden selbst. Und es ist mehr so ein Sandkastensystem. Also da können die Helden entscheiden, die Spieler, gehen wir hier hin, gehen wir da hin und so und entsprechend. Es soll auch Regeln geben oder Möglichkeiten, dass man nur zu zweit spielt, also mit einem Spielleiter und einem Spieler, mit einem Spielcharakter, der kriegt dann seine Sidekicks mit. Also dass wahrscheinlich der Spieler dann irgendwie mehrere Figuren, seine Hauptfigur spielt und naja, ihr wisst, was ich meine. Die Essential Box wird bei uns einen anderen Namen tragen, denn sie wird bei uns Basisbox heißen. Also alle jetzt, die Augen und Ohren aufhalten und gucken, Essential Box, wann kommt die Essential Box bei uns in Deutschland und haben ja nicht auf dem Schirm, dass sie bei uns Basisbox heißt. Guckt nach der Basisbox. Und wie gesagt, die soll am 8. Oktober erscheinen. Am 8. Oktober ist sie bei einem großen Online-Händler gelistet. Um die knappe 20 Euro. Ja, kommen wir von D&D zu Paizo. Paizo bringt einen coolen Scheiß nach dem anderen raus. Demnächst kommt Guns and Gears oder Gears and Guns. Ganz in Gears. Also da kommt a lot of stuff. Ja, a lot of stuff.
Was habe ich noch gesehen? Book of the Dead, wo alles, was mit Tod oder Untotsein zu tun hat, ob das untote Monster sind oder Areas, wo untote Herrscher herrschen oder Städte des Todes. Ein riesiges, dickes Buch. Danach erscheint The Grand Bazaar, der große Bazaar. Ja, also wie man sieht, ganz in Gears, der große Bazaar, da legt also wahrscheinlich sehr viel Wert auf Items und Collectibles und so ein Zeug, was die Helden dann looten oder in irgendeiner anderen Art und Weise sich aneignen können. Ja, und dann kommt da noch der Band Absalon. Absalon ist die Megacity von Pathfinder. Das Ding ist über 400 Seiten dick. Ich glaube, das stellt so ziemlich alles in den Schatten. Ja, und dann kommt noch das Buch Dark Archives heraus. Ich denke mal, der Name sagt schon alles. Na, es kommt noch viel mehr Zeug bei Paizo raus. Aber das sind die Dinge, die jeder auf dem Schirm haben sollte. Es kommt noch viel, viel mehr und Karten und Abenteuerpfade und Einzeladventures heraus. Ein Haufen Zeug. Ja, und dann haben wir noch das hier. Kingmaker. Greift die Thematik des Computerspiels, des Videospiels auf. Und seht mal genauer, in der Mitte. "5E" für die 5. Edition. In meinem letzten Video habe ich ja die Frage gestellt, inwiefern Pathfinder 2 und D&D 5 miteinander kompatibel sind. Und wie man hier sieht, 5E sind die Abenteuerpfade, die Abenteuer von Paizo, von Pathfinder, ohne Probleme mit der 5E-Edition von D&D spielbar. Das heißt also mehr oder weniger für alle, die das Pathfinder 2-Regelwerk haben, können damit ohne große Probleme den ganzen D&D-Stuff spielen. Und die Leute, die das D&D 5-Regelwerk haben, die brauchen sich nicht extra noch das Regelwerk von Pathfinder zulegen, um die Pathfinder-Abenteuer spielen zu können. Das war ja früher auch kein Problem. Pathfinder 1 baut ja auf das Regelwerk von D&D 3.5 auf. Aber Fans in Amerika meinten kürzlich, Paizo sollte ihre Pathfinder-Pfade für die 5E-Edition herausbringen und suggerierten damit, dass sich die beiden neuen Regelwerke doch erheblich voneinander unterscheiden. Aber wie man hier sieht, 5E ohne Probleme. Nächstes Thema. Abenteuer in Mittelerde. Adventures in Middle-Earth. Cubicle 7 besitzt nicht... Wieso ist das so unscharf? Nächstes Thema. Adventures in Middle-Earth. Abenteuer in Mittelerde. Oder ist das bei uns auf Mittelerde? Egal, Cubicle 7 besitzt nicht mehr die Lizenz an Herr der Ringe / Mittelerde. Neue Produkte werden nicht mehr erscheinen. Für den Players Guide werden in Amerika zurzeit Preise zwischen 125 und 370 Dollar aufgerufen. Ich habe mich diesbezüglich mit Mario Truant in Verbindung gesetzt und nachgefragt, ob noch weiterhin bei uns in Deutschland weitere Produkte von Abenteuer in Mittelerde erscheinen werden. Aber wie es so aussieht, wird der Eriador Abenteuerband wohl der letzte gewesen sein, der auf Deutsch umgesetzt wurde. Ach ja, hier nochmal Kingmaker. Gruß an Ulysses. Will ich haben. Was haben wir noch? Naja, System Matters. System Matters möchte zur Essener Spiel, die demnächst ansteht, den Goblin Band für Beyond the Wall herausbringen. Dann drücken wir mal die Daumen, dass sie es schaffen. Und dass wir dann den Band demnächst in den Händen halten. Bestellen kann man den bis dato auf ihrer Internetseite noch nicht. Kommen wir zum Abschluss zu Ulysses. Ulysses bringt ja passend zum Film das Dune Rollenspiel heraus. Es ist ein Lizenzprodukt von Modiphius und beruht auf deren
2D20-System. Und da stellt sich mir wieder die Frage, warum nicht Conan? Conan basiert auch auf das 2D20-System. Und ob nun Dune-Film oder nicht, Conan hat eine viel größere Fanbase, als Dune jemals haben wird. Ich persönlich glaube eher, dass der Film ein Flop wird. 3 Jahre Produktionszeit, opulente Bilder, aber nichtssagende Charaktere. Zeitgleich mit Erscheinen diesen Videos, also vom 1. bis 3. Oktober, findet ja die Ulysses Online-Con statt. Und da bin ich gespannt, was für Neuigkeiten es gibt. Ich persönlich erwarte ja 2 Überraschungen, beziehungsweise wünsche ich mir 2 Überraschungen. Zu einem Earthdawn. Ulysses hat ja angeteasert, dass sie eine etwas größere Produktpalette von Earthdawn auf einmal herausbringen möchten. Und zum anderen erwarte ich Flash Gone für Savage Worlds. Wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Und damit möchte ich auch schließen. So, meine lieben Freunde, das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Löffel. Und lasst euch nicht wegschnappen.